Zwischen Mark Terenzi und Verena Kertz soll es erneut zu einer heftigen Auseinandersetzung gekommen sein. Das Paar geriet in den vergangenen Monaten immer wieder wegen Streits, bei denen die beiden teilweise sogar handgreiflich geworden sein sollen, in die Schlagzeilen. Wie jetzt unter anderem die Bild-Zeitung berichtet, sollen Mark und Verena kürzlich wieder einmal einen Polizeieinsatz ausgelöst haben. Dem Artikel zufolge waren die zwei Verlobten auf einer Kneipentour in Hamburg unterwegs. Als sie zu späterer Stunde in ihrem Hotel eintrafen, sollen die beiden Streithähne so laut aufeinander eingeschrien haben, dass Mitarbeiter des Gasthauses schlussendlich den Notruf wählten. Wie die Bild weiter schreibt, wurde sogar ein Verfahren gegen Mark und Verena eingeleitet. Der Grund? Wechselseitige Körperverletzung. Insbesondere die Radiomoderatorin soll schlimme Verletzungen, darunter Brand- und Schürfwunden, davon getragen haben. Nach dem Eintreffen der Beamten wurde der den Berichten zufolge extrem betrunkene Boygroup-Sänger über Nacht in eine Ausnüchterungszelle gebracht. Auch von Drogenkonsum ist im Artikel die Rede. Eigentlich hatten die Reality-Darsteller erst vor kurzem darüber gesprochen, dass sie demnächst endlich ihre Hochzeit planen wollen. Im Juli sagte Verena gegenüber Promiflash über die Vorbereitungen: "Es ist ein bisschen schwer, weil wir momentan so viel zu tun haben."